Howdy, ihr Pappnasen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 3 Singleplayer-Kampagne. Und ich sehe, da blinkt schon schön Geld auf der Seite der Straße, und das wollen wir da nicht gegen lassen. Oder was? Nee, Muni war es. Genau. Kein Geld, aber Muni. Und wir stehen hier vor Hoyts Hauptquartier und gehen noch mal rein, würde ich sagen. Ui, Dennis ruft uns an. How goes the mission to kill Hoyt? I'm stronger than ever. Let Citra know that he's as good as mine. Do not worry. Was soll das denn bitte bedeuten? Ach, guck mal, hallo Sam. Hier ist mal. Put on your best poker face. You get one shot at this. Come. Sehr schön. How's it going? This is Foster. Ah, thank you, Sam. Take a cigarette break. Mo, das gefällt mir nicht. Where's this list of traitors on your photos? Here. That's great work, kid. Yeah, join me for a celebratory cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. Oh, you're concerned about cancer. That's goose shit. Cancer won't be what kills you. Sondern? You look like you want to be in my inner circle, Foster. But you know, I can read people. And you, you're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Well, do you know the real secret to keeping employees happy? Fear. Boah, der Typ ist ja auch nicht ganz dicht. Hobbies. Cooking, painting, movies, crystal meth. What are yours? I like to hunt. I'm a hunter myself. The noblest of professions. But you know, I like to hunt real game. Der weiß doch, wer wir sind. Ich hab's das Gefühl. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing things from far away to me. Look at American industry. They put a 1-2-3 on a contact lens. So when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 1-2-3 and not ABC? That way they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't see the 1-2-3? Isn't that fucking amazing? Boah, ist ja krass, ne? Right there. That is civilization. Ja, toll. But you know, some guys, they just don't get it. You see that boat out there? Yeah. I'm holding it and the people on board for ransom. But the customer, he just doesn't want to negotiate outside country lines. Bah. Das sind bestimmt unsere Freunde. Das wäre der Hammer, wenn die jetzt gefangen wurden. See, I prefer the European recordings. The brass sections in American orchestras are too bombastic. What? That's the heart of it, Foster, right there. Okay, nee, das war nicht unser Freund. Slaves come from around the globe, and just like that little contact lens, my product is universal. Now, there's something I'd like you to do for me. I have a prisoner downstairs. I want you to find out who he is, who his benefactors are. Then I want you to beat him until he can't stand up. I'll send Sam with you. All right. Oh, I'll keep my eye on the camera feed. I so rarely get to watch another professional at work. Come on. Können wir den nicht jetzt umlegen können? Don't disappoint me. Nö, ich glaube nicht, aber hätten wir den nicht jetzt umlegen können? Ich weiß ja nicht. Okay, wir haben wieder einen Skillpoint. Was können wir denn jetzt noch freischalten? Coolgunner, bla. Brauchen wir zwar alles nicht mehr, weil das Spiel eh irgendwie... Ah ne, wir haben keine Punkte mehr. Okay, auch blöd. So. Entschuldigung. Und dann gehen wir gleich nach unten. Oder wo auch immer. Hier ist noch Geld.
So. Jetzt habe ich den Frosch im Hals, bin ich dem zumindest losgeworden, so halbwegs. Wo ist er denn? Da ist er. Things are starting to get interesting. Scuttlebutt says that Voss is dead. How did we get that? Na? This way. Warum könnt... How does this end? Hä? You do it, und Hoyt trusts you. Believe your own lies. And remember, smile. You're on camera. Na gut. Here's a prisoner for interrogation. Wer ist das? Oh, fuck. Ja, war ja klar. Who are you? What's your name? What? Your name? The... Alter Schwede. Mein Gott. Das ist unser Bruder. Der Bruder, der Kleine. And where is Jason now? Where? I don't know. Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions. Where are the four people he stole? Look, I don't know. I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. Riley. What, Jason? You're alive. What the fuck? Are you with them? No, I'm getting you out. Okay, well, where's Grant? He's not here, but I am. 26 seconds! Okay, we're leaving, now! 9! If you do that, you might as well shoot him yourself! We must sabotage! Und kill Hoyt! You and I distract the guards, Riley runs. 9! Was? Listen to him, okay? I can't move from here, man! 9 seconds! You must hurt him, or Hoyt will know! What? 5 seconds! Look, just do it, okay? I can take it! Just please promise you'll come back for me! Ja, tun wir! Du verreckst schon nicht, keine Ahnung. Alter. Bam. Ah, fuck. Das klingt ja schon so. Verdammt. Der wurde ja auch noch angeschossen, der Arme. Ah, ja, fuck, das tut mir ja schon weh vom Zugucken. Alter. Who have I become? That's enough. Leave him. He's the best poker player I've ever met. I need a drink. Wie jetzt aber? Alter. Der glaubt uns jetzt. Hey, great work getting his name. Inspired use of the carrot and the stick. I got a good feeling about you, kid. Listen, I want you to come and play some poker with me. Sam, you're also invited. We'll discuss business. Let me know when. I'm free anytime. Good. Beautiful. I'll make sure Sam gives you the information. Poker night! Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo überall C4 jetzt legen müssen, bevor wir da zu diesem Pokerspielen gehen. Und während wir dann Poker spielen, einfach alles bam in die Luft jagen. First, we disable Hoyt's communication network. And then we expose Fuel Depot. The chaos in his Gestapo will allow us to execute him at the poker game and save Riley. Das ist gut, ja? Natürlich ist das gut. Very. Meet me at the fuel depot after pulling the plug on the comm center. This will render Hoyt's men deaf and dumb, yeah? Okidoki. Achievement unlocked. Deep cover. Wir sind jetzt einer von Rileys Männer. Rileys Männer, ja. Hoyt's Männern. Everything's got a moral. If only you can find it. Ja. True Story, würde Barney Stinson jetzt sagen. Und ich muss auch ganz kurz gucken, ob ich die Musik überhaupt ausgeschaltet habe, weil sonst kriege ich wieder Ärger mit der GEMA. Audio. Nee, hier.
Weil am Ende kommt ja eh noch Musik. Ja, gut, auf, super. So, in den Videos kommt ja normalerweise eh Musik. Wo musste ich überhaupt hin? Current Objective. Get to the Communication Center. Okay, das ist... Jetzt haben wir wieder einen Skill Point, siehste. So, also wir müssen erst die Communications ausschalten, also irgendwie einen Funkturm oder sowas ausschalten. Und danach können wir... Aber sag mal, Riley, war der auch... Doch, den haben wir auch schon gerettet, wenn ich mich nicht irre. War der auch schon in der Höhle? Ich weiß es nicht mehr. Ob Riley da auch war? Keine Ahnung. So, wir hätten hier sonst noch einen Ammo-Laden. Hier für 92 alles wieder ausfüllen. So. Dann, wo ist die Tür hier? Hier ist die Tür. Und wir müssen wohin genau? Ach, da müssen wir hin. Nee, ich will keine Aloe Vera hier. Ich bin jetzt gerade nicht unbedingt auf meine schöne Haut aus, sondern mehr auf das Communication Center von Hoyt. Und das ist da drüben auf der Insel. Ist ja toll. Alright, time to unplug Hoyt's phones. So. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich heimlich vorgehe. Hallo, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the struts will be the only way. Then you need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up and save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance, ja? Yeah. Okay, aber ich glaube, das wird nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorstelle. Könnte es sein? I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Na toll, dann müssen wir alles abknallen, was da in die Quere kommt. Okay. Das heißt ja eigentlich im Grunde, dass wir, egal wie wir vorgehen, so oder so alle abknallen müssen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Wen schießen die da? Ich könnte ja eigentlich mein Scharfschützengewehr nehmen und den da oben so schön vom Turm pflücken. So. Dann hier wieder mein Gewehr genommen und hochspaziert. Kann ich vielleicht ein bisschen heimlich vorgehen? Das wäre vielleicht auch cool. Woher wissen die überhaupt, dass ich schon da bin? Habe ich überhaupt noch eine gesilenzte Waffe? Nee, habe ich nicht. So. Keep him away from the bunker! Na, ihr. So, Alarm ausgeschaltet. So. Jetzt müsste eigentlich... Da ist noch ein Alarm. Da ist noch ein Assi. Noch einer. Haben wir den auch. Jetzt haben wir drei Alarmanlagen ausgeschaltet. So, fliegen wir in die Luft. Die Alarmanlage ist im Arsch. Stirbt er mal? Alter. Warum stirbt er nicht?
So, geht doch, Alter. Jetzt haben wir noch einen Sniper da irgendwo auf dem Turm. So. Und jetzt haben wir es, glaube ich. Oder fast zumindest. Hier ist ein Generator. Ich dachte schon, hier kommt irgendwo ein Auto oder sowas. Haben wir mal Glück gehabt. Aber ich bin der Meinung, ich tausche mal. Nee, ich will nicht unbedingt. Ich finde die Sniper eigentlich voll okay. Ich will nur so ein bisschen looten. Ah, ich loote erst alle anderen. Haben ja Zeit. Brauchen ja nicht hier irgendwie alles durchzurushen. So. Ein Flachmann haben wir gefunden. Bisschen Geld. Das tut immer gut. Noch mehr Geld. Dann, was haben wir sonst noch? Ja, Leim. Die schnupfen Leim oder sowas hier. So wie ich das verstanden habe. So. Die waren aber schon vorhin irgendwie in Alarmbereitschaft. Obwohl ich gar nichts getan hatte. Jetzt haben wir bestimmt noch irgendwie so einen Fetten irgendwo. Geld ist hier noch. Auf jeden Fall mitnehmen. He's heading for the bunker. Those doors are made of steel. Ja, wo? Explosives will do the trick. Na? Ah, geht doch. Headshot. So, looten wir den Penner hier noch. Viel Muni habe ich noch. 57 Schuss, das ist ein bisschen wenig. Ich muss irgendwie ein Lager finden. Also ein... ein Ammo-Lager. Munitionslager, genau. Sagt man dem auf Deutsch. Oder sonst die Assis hier unten nochmal plündern, weil die hatten, glaube ich, noch Munition für meine Waffe. Die hatten, glaube ich, alle meine Waffe. Oder ne, guckst du mal hier. Hier Munition. Super, wunderprächtig. Aber da war doch noch so ein Penner hier unten. Dem hatte ich die Waffe noch nicht entwendet. Da. Jupp. So. Super. Aber das ist auch geil. Die sind genau gleich angezogen wie ich fast. Und die haben kein Problem damit. So. Also die glauben, ich wäre irgendwie ein Gegner. Woher wissen die das? Das verstehe ich nicht. So. Und jetzt rein in die Hülle des Löwen. Wow, what the fuck? Heiliger Strohsack. Ich glaube, ich nehme trotzdem die MG von dem Penner da oben oder die MP. Die MP wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, die Vector zu nehmen. Bestens ist halt hier bleiben und schön in Deckung. So. Ist irgendwo noch einer? Ja, natürlich hat er mich wieder erwischt mit dem blöden Feuer, der Wichser. So. Wichser. So, wieder zurückgewechselt auf Waffe Nummer 1. Oder nee, lieber die MP hier auf kurze Distanz, finde ich die MP fast geiler. Hier alles gelootet. Naja. Kein Ding hier. Haben wir Zeit. Müssen
Ich hoffe, dass nicht noch... Da kommt bestimmt noch irgendwie so ein Vetter oder so vor der Satellitenschüssel. Das wäre so einfach gewesen. Toll, mal Rucksack wieder voll. Aber Granaten kann ich mitnehmen und Geld. So. Wo ist er? Ach, der ist hinten rumgerannt. So, die schießt dermaßen schnell, das ist so geil. Damit kannst du einfach alles kaputt machen. Yeah, Mann, die kann man so kaputt machen, das ist auch geil. So, da kommt irgendwo noch einer. Und das war's, soweit ich das beurteilen kann. Aber hier sind noch Sachen auf dem Tisch, die man mitnehmen kann. Ich will nichts zurücklassen. Keiner wird zurückgelassen. Kein Geld, keine Rappen, kein Cent, kein gar nichts. So. Und die zwei haben auch erledigt. So. Truhe geöffnet, Geld mitgenommen. Hier den fetten. Mich stresst aber der Alarm gerade, ehrlich gesagt. Der geht mir auf den Zünder. Das wäre so geil, also, das wäre so geil. Das glaubt ja keiner. Das ist auch in jedem Actionfilm genau gleich. Da kommt einer alleine, ne? Hebt eine ganze Garnison und ein ganzes Lager aus von 50 anderen, keine Ahnung, Söldnern oder was auch immer. Die sind ja, Söldner sind ja grundsätzlich auch scheiße gut trainiert. Das ist ja nicht so, dass die da irgendwie einfach zum Spaß da rumstehen. Ja, wie auch immer. Da hier noch Geld. Dann nimm's doch mit. So. Einmal Penner. Warum muss man da immer extra drauf drücken? Kann man nicht einfach drüber spazieren und das Ding einfach mitnehmen? So. Das ist irgendwo noch ein Vetter. Ich wette mit euch. Oder nö, so ein Penner. Ja, komm her. Wo versteckst du dich? Wow! What the fuck? Feuer, Feuer, Feuer. Wieder heilen. Ja, warum brenne ich jetzt? Das mit dem Feuer ist irgendwie ein bisschen seltsam. Da brennt man einfach so. Aus Spaß. So, ja, deine ist größer, aber dafür bist du auch langsamer und dafür habe ich dich auch tot gemacht. So sieht's aus. Nämlich. Der, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, der gerade geschrien, meiner ist größer. Bringt ihm auch viel, wenn er jetzt tot ist und ich nicht, ne? So. Hier haben wir alles, dann einmal hoch. Nein, Hunde! Ich hasse Hunde. Das Ding ist huge. Better have enough explosives. Weg, weg! Ich hasse Hunde, Mann, Mann. Der Sniper irgendwo noch. Da war er. So, einmal quer durch den Bunker durch. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach, ich könnte ihm das Fell über die Ohren ziehen, aber nee. Machen wir jetzt nicht. Auch ein bisschen assi hier mit einem Haustier dieses Fell über die Ohren zu ziehen, das ist näher. Grenzwertig, würde ich mal sagen. Ne? Also, dass sich hier die Peter noch nicht eingeschaltet hat, ist extrem seltsam.
hier kann man ja Tiger sogar töten, ne? Und Tiger sind, ihr wisst, geschützt. Das ist nicht gut. Da lernen die Kinder was Falsches. Man dürfe Tiger jagen und so ein Scheiß. Oh, Scheiße. In dem Spiel darf man sehr wohl Tiger jagen. So, dann bauen wir C4. Mal hier. Sam, that's it. The C4 is in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there. Everything will be A-okay. Alter, mach mal zurück hier auf die Waffe. Warum hab ich Sniper hier? Was zum Teufel muss ich tun? Wow, 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 wow! Was zum Teufel muss ich tun? Hier, 4. Jetzt übertreiben wir es mal ein bisschen. Was muss ich tun? Ich hab... keine Ahnung, was ich tun muss, Alter. Wer ist das? Ist das mein Kumpel oder ist das ein Gegner? So, geht doch. Und jetzt? Ach, da ist er. Na komm, jetzt los, 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 los. Los, los, los. Fahr, fahr, fahr. Oder flieg, 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 was auch immer. Und jetzt kommt Beep. Drück mal drauf, Jason, hier. Drück mal. Sehr schön. Gucken wir das an. In your face. Ja, wie Silvester in Berlin. So, wunderprächtig ist das. Ist ja geil, alles kaputt gemacht hier gerade. Jetzt müssen wir nur noch das Lager von den, also das Benzinlager kaputt machen. We're going to have some fun. Here we go. 1, 2, 3, jump! Und spring! Painted Black war das, war die Mission. Und wo müssen wir da halt hin? Jason. Dennis, I found my brother. He's alive. What about Hoyt? I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. So. Jason, you are warrior of the Rakiat. Let go of your past. These ties to your family make you weak. He's my brother. Remember, we are your family now. Yeah, genau. Black Gold. Go talk to Sam. Der ist da vorne in die Richtung ungefähr irgendwo. Ich sehe das jetzt nicht ganz genau. Zumindest nicht bevor ich hier gelandet bin. Die dürften mich jetzt eigentlich auch nicht angreifen. Theoretisch. Da die ja nicht wissen, dass ich da war. So. Und ich habe ja immer noch die Uniform an, deswegen alles wunderprächtig in Ordnung. Mal gucken, wo ist der? Da vorne. Aber ich weiß, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, das wäre die letzte Folge, die hier, aber anscheinend trotzdem nicht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als gedacht hier mit den Missionen, die wir jetzt in dieser Folge gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann wird es hoffentlich auch die letzte Folge sein. Bis dann, Leute, haut rein. Tschüss.